Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg mit den Menschen, nach wie vor. Ganz viel Menschen. So, das passt. Was haben wir noch? Das haben wir noch. Okay. Da brauche ich neue Socken. Okay. Jetzt mal gucken, wie das läuft. Wenn ich hier schaue. Der hat eine Menge Stuff. Ich glaube, da ist auch ein Olifant dabei und Trolle und sonst was. Also der wird mich komplett zerlegen. Aber ich habe ja den Vorteil, ich kann ja... Ja, ich habe nicht so viel Geld. Ne? Na, mal gucken. Mal schauen. Bogenschützen kann ich oben hinstellen. Das geht. Ja, ich werde halt reingehen müssen und gucken, was geht. Ne? So ist es. So wie es ist. So ist das. Passt. Ich dachte gerade, der Sound würde auch von den Boxen kommen. Nee, nee. Wird eine sehr schwere Schlacht, aber ist machbar. Ich muss ja nur so lange durchhalten, bis er keinen Bock mehr hat. Die Olifanten, die... Sie waren mal schwach gegen Feuerpfeil und ich muss gestehen, sie waren mal zu anfällig. Das stimmt. Aber irgendwann ist halt auch... Naja. So. Okay. Okay. So, ich würde gerne was ausbilden. Hier Lord Lenore, das wäre zum Beispiel saugeil, wenn ich den leveln könnte. Ist nämlich ein richtig guter Held. Kriege ich aber gerade nicht hin. Na gut. Wir versuchen durchzuhalten. Wenn es klappt, cool. Wenn nicht, Pech. Ist halt dann einfach so, ne? Kann man alles nicht ändern. So. Ja, ich glaube, am Anfang verzichte ich auf das Level-Up hier. Ich meine, ich habe... Eigentlich mache ich richtig Kohle. Aber mal schauen. Ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst. Es ist nur eine KI. Normalerweise war das immer komplett banal. Tatsächlich. Ne? Aber jetzt mit dem Update ist schon knackig. So, Katapulte hat er. Das ist schon mal nicht so toll. So. So. Gut. Stellen sich da hin. Solange das Tor hält, passt das. Und ich werde das auch so lange halten, wie es nur irgendwie möglich ist. So. 85? Ja. Sobald es low ist, werde ich es aufmachen, aber nicht vorher. So. Und stellen wir da unten Stuff hin. Ich baue hier eine Statue. Und dann hier noch und hier noch welche hin. So. Genau. Noch hält das Tor. Weil es gibt mir halt wirklich Zeit. Ne? Und die brauche ich auch. So. Da noch eine Statue hin. So. Richtig schön defensiv aufstellen. Das Tor hält noch. Da kann ich bald eh einen Tom-Bombardier reinschmeißen und so. Und dann wird das eh besser. So. Gut. So. Okay. Gut, das Tor ist jetzt halb kaputt. Okay. Ja, geht noch. Solange ich hier noch Zeit habe. Na? Okay. Bogenschützen einsatzbereit. Wir müssen uns beeilen. Alles klar. Gut. Ich mache jetzt mal auf. Bogenschützen bereit zum Gefecht. Die können da seitlich ein bisschen flanken. So. Falls er reinkommen möchte. Wenn nicht, dann halt nicht. Ich kann es jetzt nicht ändern. Wenn das Tor unbedingt kaputt machen möchte, dann wird er das tun. Das ist dann einfach so. Ja.
besseren Ort finden. Los, an die Arbeit! Wir haben unsere Rolle schützenstärkt. So, er macht das Tor lieber kaputt, aber... Ernsthaft? Wo? Ah ja. So. Ein bisschen repariert. Ist nicht schlecht. Passt. So. Das holen wir uns natürlich wieder. Das Gebäude. So, wo ist der andere? Nein, 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 nein. So. Okay. Ja, das passt schon. Macht euch bereit! Der Feind ist nicht zurück, Männer! Schlagt Alarm! So. Und die Bogenschützen können da hoch. Der macht das Tor wirklich kaputt, kaputt. Das ist natürlich ne, doof, aber okay. Gut. Feuerpfeile werde ich bald brauchen. So. Sehr schön. Ja. Defensiv aufstellen hier. Gut. Das kann man noch bauen. So, die halten es durch. Sieht okay aus. Lassen wir das mal so, wie es ist. Yep. Okay. Okay. Gut, gut, gut. Passt. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So. Dann bauen wir hier noch was hin. Okay, dann rennen wir jetzt raus. Mhm. So, hier wäre der Erntesegen natürlich gut. So, ihr greift bitte den da an. Na, ja, ist egal, mach einfach irgendwas. So. Brauche ich das? Nö, brauche ich gerade nicht. Stattdessen brauche ich mehr Statuen. So. Genau, hier spare ich jetzt schon ein bisschen was. Und bumm. Komm, bumm. Kein Bumm, okay. Kein Bumm. So. Sie stehen halt sehr eng hier, aber das geht. Oh, komm. Und er ist tot. Okay. Das noch ausbauen. So, er müsste tot sein. Ja. Oh, Bumm. Okay, cool. Cool, cool, cool. So. Ja, hier drüben können wir auch noch. So, Erntesegen haben wir ja schon. Okay. Ja, ja, Turmwachen, genau. Passt. Wir sind jetzt auch sehr günstig. Schaut's mal, ich kriege hier den Quatsch fast hinterhergeschmissen. Das ist gut. So will ich das, ne? Soll alles günstig sein. So. Statue natürlich an die Front. Da, wo sie gebraucht werden. So, jetzt kommen Reiter. Deswegen habe ich jetzt auch dann langsam angefangen, Turmwachen auszubilden. Genau. Guck mal, kostet nur noch 200 so ein Gondor-Soldat. Bogenschützen. Aber die Soldaten sind auch günstig. 200, yep. So. 20% spare ich bisher. Es geht noch besser. So. Genau.
Okay. Aha. Genau, schön alles angreifen hier. So, dann hier noch eine Statue hin. So, mal das Feuerpfeil-Upgrade holen. Und weiter geht's. So, da können wir hier angreifen. Jupp. Okay, da laufen Leute rum, whatever. So. Passt aber schon. So. Gut, Feuerpfeile, das ist natürlich nice. So. Gut, Türmchen bauen. Das da. Noch ein Türmchen bauen. Genau. So, das sollten wir eigentlich verhindern. Na? Eigentlich. Aber so recht läuft das nicht. Na gut. Okay, dann müssen wir es zurückbesetzen. Ganz normal. Na, kennt man ja. So, die sterben im Bogenschützen. Na gut. So. Positionen endlich. Das Gebäude gehört des weißen Baumes. Okay. Aufpassen. Bleibt wachsam. Gut. Wenigstens die Festung ist noch ganz normal zu bezwingen. Also zu verteidigen, meine ich. So, hier müsste noch ein Gehöft gut hinpassen irgendwo. Ja, genau. Alles schön aufbauen. Bin ich schon bei 100% des Maximums? Also, Kostenreduktion meine ich. Wo ist meine Statue? Ne, zwei Statuen brauche ich noch. Okay. Gut. So. Ich müsste guten Schaden machen. Okay. Obwohl eigentlich macht das hier hinten mehr Sinn. Immer da bauen, wo auch gekämpft wird. Ganz wichtig. Alles andere macht keinen Sinn. So, der rennt in die Turmwachen rein. So. Ja. Noch ein Türmchen bauen. Feuerpfeile. So. Okay. So, die Truppe geht jetzt so außen rum. Genau. Einfach damit ich ihn auch mal so ein bisschen stressen kann. Na? Dann komm, ich möchte noch ein Türmchen bauen. So. Das sieht doch gut aus. Die können noch. Das herzlich wenig. Da brennt alles nieder. Auch interessant. Ja, ob der trifft, ich weiß es nicht. Oh, geht besser, geht schlechter. Ist okay. So. Okay. Gut, die laufen außen rum. Die machen da dann Stress. Sehr schön. Du greifst da an, du greifst da an, du greifst da an, dann kannst du da angreifen. Hier geht's da und dahin. Hier wären wir fertig. Unsere Armee kann noch mehr Truppen versorgen. So. An die Arbeit, Männer. Okay. Gut. Ist jetzt nicht perfekt symmetrisch, aber ganz im Ernst. Wen kümmert's? Okay, ich bin maxed out, mehr geht nicht. Dann können wir als nächstes eine Schmiede bauen. Das ist dann auch ganz nice. Der spielt nur Haradrim-Stuff, ist krass, ne? Das ist schon spannend.
Keine Ahnung, in welche Richtung die rauskommen. Hier wahrscheinlich. Naja. Okay. Gut. Also, Schmiede bauen. Schmiede. Und er gibt auf. Sehr schön. Hätte ich an seiner Stelle jetzt aber auch gemacht. Weil da kommt dann immer durch. Der hat hier unten noch nicht viel. Ja. Okay. Bumm. Geschafft. Aufnahme läuft. Wäre bitter, wenn nicht. Gemacht. Geschafft. Besiegt. Vernichtet. Den Olifanten auch. Mordor ist so gut wie tot. Nice. Behalten darf ich nichts, aber das ist ja auch egal. Man könnte es sich natürlich auch ein bisschen leichter machen, indem man sagt, man darf eine Truppe behalten oder wie auch immer, aber nö. Nö, wir spielen die harten Regeln. Und bisher stehe ich solide da. Ne? Also, doch. Wenn wir mal gucken, so gespeichert ist. Territorien, Einheiten, es ist recht even. Im 1:1 Vergleich, im großen Vergleich natürlich gar nicht, aber immerhin werde ich es schaffen, nächstes Mal vermutlich, ja, Mordor zu töten. Muah. Zucker. Purer Zucker ist das. So, und dann muss ich gucken, dass ich irgendwie Isengard wegschaffe. Und dann ist es nur noch eine 1:3 Übermacht. Und dann, ich will nicht zu viel positiv, optimistisch klingen, aber dann ist es vielleicht sogar machbar. Mal schauen. Geld schaut scheiße aus. Ich muss aber aktuell ausbilden. Ausbilden, ausbilden, ausbilden. Das heißt, nichts mit Festung, aber das Thema nächstes Mal. Heyo there, thank you for watching. If you'd like to support me, simply hit the thumbs up button. Do you have any wishes, feedback or suggestions, put them into the comments below. You may also subscribe if you're new to the channel. I wish you a wonderful and stress-free day. Take care, bye bye.